Sie wissen jetzt, wie der Patentschutz entsteht und wie er erlischt, ebenso wem das Recht auf das Patent zusteht. Aber welche Rechte erwachsen denn dem Patentinhaber jetzt eigentlich aus dem Patent? Das ist Gegenstand des nun folgenden Videos. Bitte schlagen Sie einmal das Patentgesetz auf und lesen § 9 Satz 1. Dort heißt es: Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Das Patent gewährt also zunächst einmal eine positive Nutzungsbefugnis. Diese positive Nutzungsbefugnis umfasst einerseits die Anwendung der Erfindung, andererseits aber auch deren wirtschaftliche Verwertung, insbesondere durch Lizenzierung. Außerdem verleiht das Patent ein Verbotsrecht. Nach § 9 Satz 2 ist es nämlich jedem Dritten verboten, ohne die Zustimmung des Patentinhabers die patentierte Erfindung zu nutzen. Mit diesen Nutzungshandlungen befassen wir uns gleich noch näher. Zunächst aber möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Patentschutz auch Schranken unterliegt. So erstreckt sich die Wirkung des Patents nach § 11 Nummer 1 Patentgesetz beispielsweise nicht auf Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken. Privatleute, die keine gewerblichen Zwecke verfolgen, dürfen also die patentierte Erfindung weiterhin benutzen. Nutzt aber eine Person die patentierte Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers und ohne dass eine Schranke eingreift, so ergibt sich aus dem Verbotsrecht ein Anspruch auf Unterlassung, ein Anspruch auf Schadensersatz und schließlich ein Anspruch auf Auskunft und Einsicht in bestimmte Dokumente. Wir sehen uns jetzt die verschiedenen Varianten der Patentverletzung etwas näher an. Das Gesetz unterscheidet zwischen der unmittelbaren Verletzung in § 9 und der mittelbaren Patentverletzung in § 10. Mit Blick auf die unmittelbare Patentverletzung beschreibt § 9 die verbotenen Nutzungshandlungen. Dabei nimmt das Gesetz eine Differenzierung nach der Patentkategorie vor. Entscheidend ist, ob ein Erzeugnispatent vorliegt oder ein Verfahrenspatent. Ein Erzeugnisanspruch schützt eine Erfindung, die die Gestaltung, Konstruktion sowie den Entwurf eines Erzeugnisses zum Gegenstand hat. Das heißt, einer körperlichen Sache im weitesten Sinne, also beispielsweise auch Vorrichtungen, chemische Stoffe oder biologisches Material. Ein Verfahrensanspruch demgegenüber betrifft eine Abfolge von Verfahrensschritten, insbesondere Herstellungs- und Arbeitsverfahren oder aber auch die Verwendung eines Stoffes zu einem bestimmten Zweck, ein sogenanntes Verwendungspatent. Weil die Nutzung eines Verfahrens für einen Außenstehenden oftmals nicht leicht nachzuweisen ist, umfasst der Schutz nach § 9 Satz 2 Nummer 3 auch die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse. § 9 Satz 2 benennt nun abschließend diejenigen Handlungen, die der Patentinhaber Dritten untersagen darf. Und dieser Inhalt des Verbotsausspruchs orientiert sich, wie gesagt, an der Art des Patents. Für Erzeugnispatente ergibt sich aus § 9 Satz 2 Nummer 1, dass 6 verschiedene Benutzungsarten verboten sind. Und diese Benutzungsarten verfolgen quasi den Weg des Erzeugnisses von der Herstellung bis zum Endabnehmen. Verboten ist zunächst das Herstellen, das heißt also das Erschaffen eines Erzeugnisses, das sämtliche Merkmale der geschützten Erfindung aufweist. Daneben auch das Anbieten einschließlich der Werbung für ein solches Erzeugnis, das Inverkehrbringen, das bedeutet die Entäußerung an einen anderen, das Gebrauchen der patentierten Erfindung sowie schließlich Einfuhr und Besitz zu diesen genannten Zwecken. Dabei genügen aber reine Vorbereitungshandlungen nicht. Solche können allenfalls im Kontext der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Patentgesetz Berücksichtigung finden. Auf diese Norm komme ich später noch einmal zu sprechen. Und wie sieht es nun bei Verfahrenspatenten aus? Nun, nach § 9 Satz 2 Nummer 2 ist die Anwendung des Verfahrens verboten und ebenso das Anbieten des Verfahrens im Inland, allerdings nur bei Wissen um das Verbot oder wenn das Verbot offensichtlich ist. Sowohl bei Erzeugnispatenten als auch bei Verfahrenspatenten gilt,
dass die Nutzungshandlung im Inland, das heißt auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland, erfolgen muss. Was ist der Grund dafür? Das Territorialitätsprinzip. Denn ein deutsches Patent entfaltet seine Wirkung nun mal nur auf deutschem Staatsgebiet. Ich hatte bereits angesprochen, dass der Schutz von Verfahrenspatenten teilweise problematisch ist, weil nämlich oftmals Verfahren natürlich innerbetrieblich eingesetzt werden. Außerdem wäre es bei Herstellungsverfahren möglich, dass der Gegenstand im Ausland hergestellt wird und dann im Inland vertrieben wird. Deshalb ist nach § 9 Satz 2 Nummer 3 auch das Herstellen, Anbieten, in Verkehr bringen, Gebrauchen sowie der Einfuhr und der Besitz eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten. Und insoweit kommt § 139 Absatz 3 Satz 1 dem Patentinhaber auch noch mit einer Beweiserleichterung zu Hilfe. Im Falle eines Verfahrens zur Herstellung neuer Erzeugnisse gilt nämlich ein gleiches Erzeugnis bis zum Beweis des Gegenteils als durch das patentierte Verfahren hergestellt. Der angebliche Patentverletzer muss also nachweisen, dass das Erzeugnis nicht mit dem geschützten Verfahren hergestellt wurde. Kurzer Hinweis nochmal auf die Schranken, die in § 9c fortfolgende geregelt sind. Diese bespreche ich im nachfolgenden Video. Oftmals wirken natürlich mehrere Personen an den soeben umschriebenen Nutzungshandlungen mit. Deshalb möchte ich hier nur ganz kurz auf die Grundsätze von Täterschaft und Teilnahme eingehen, nach § 830 BGB. Diese Regelung findet im Kontext des Patentrechts Anwendung, weil es sich um eine allgemeine bürgerlich-rechtliche Norm handelt und das Patentrecht insofern keine spezielleren Regelungen enthält. Nach § 830 BGB werden die einzelnen Tatbeiträge verschiedener Mittäter diesen gegenseitig zugerechnet. Und ein Mittäter ist derjenige, wer bewusst und gewollt auf Basis eines gemeinsamen Tatentschlusses mit anderen zusammenwirkt. Insofern erfolgt also beispielsweise bei einem Herstellungsverfahren, bei dem eine Person den einen Teil übernimmt und die andere Person den anderen Teil, eine gegenseitige Zurechnung der Tatbeiträge, die zu einer Mittäterschaft und damit zu einer Haftung beider Personen führt. Außerdem kann sich eine Haftung auch noch aus den Grundsätzen der Teilnahme ergeben. Einerseits, wer Anstifter ist, also vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener Patentverletzung bestimmt, haftet. Und genauso haftet der Gehilfe, nämlich derjenige, der einem anderen bei der von diesem vorsätzlich begangenen Schutzrechtsverletzung vorsätzlich Hilfe leistet. Mittäter, Anstifter und Gehilfe haften in gleicher Weise wie der Täter. Damit komme ich jetzt zur mittelbaren Patentverletzung. Diese möchte ich Ihnen illustrieren anhand eines Sachverhalts des Bundesgerichtshofs, der ein Sportgerät betrifft, welches in meiner Jugend als cool galt, heute aber wohl eher als oldschool. Diese BGH-Entscheidung betrifft einen sogenannten Stehsegler. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen eine Idee hat, worum es sich dabei handeln könnte. Es geht ums Windsurfen. Den Herren Schweizer und Drake wurde ein Patent erteilt für einen Surfrig mit den folgenden Merkmalen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Aber Sie wissen ja, ein Patent verleiht ein Ausschließlichkeitsrecht und in der Folge mussten alle anderen Marktteilnehmer Lizenzen erwerben, um ein solches Surfrig herzustellen. Die verbotenen Nutzungshandlungen nach § 9 Satz 2 Nummer 1 im Falle von Erzeugnispatenten, nur zur Erinnerung, sind nochmal das Herstellen, Anbieten, in Verkehr bringen, Gebrauchen oder der Einfuhr und der Besitz zu diesen Zwecken. Wichtig ist aber im Falle der unmittelbaren Patentverletzung, dass das Herstellen bzw. Anbieten oder in Verkehr bringen das Gesamterzeugnis betrifft, welches sämtliche patentgemäßen Merkmale aufweist. Eine kleine Einschränkung ist insoweit vorzunehmen, als es auch als Herstellen bzw. Anbieten des Gesamterzeugnisses gilt, wenn alle zugehörigen Teile geliefert werden und der Abnehmer nur noch die einfache Zusammensetzung vornehmen muss. Das bedeutet, wenn jetzt jemand einfach nur das Segel herstellt und vertreibt,
aber ohne Mast- und Gabelbaum, dann handelt es sich nicht um eine unmittelbare Patentverletzung. Weil nämlich dieses Erzeugnis nicht alle Merkmale des Patentanspruchs erfüllt, sondern nur die Merkmale 2b und 2d. Und genau hier greift jetzt § 10 Patentgesetz ein. Nach § 10 Patentgesetz liegt eine mittelbare Patentverletzung vor, wenn jemand erfindungswesentliche Mittel zur Benutzung der Erfindung zur Verfügung stellt. § 10 bewirkt also einen Schutz im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung, unterbindet also die Gefahr einer unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld. Es handelt sich um einen sogenannten Gefährdungstatbestand. Damit verbunden ist noch ein weiterer Vorteil. Es wird nämlich der Haftungskreis erweitert. Das bedeutet, der Patentinhaber kann gegen mehrere Anspruchsgegner vorgehen. Und das hat den Vorteil, dass er beispielsweise einen zentralen Anbieter erfindungswesentlicher Mittel in Anspruch nehmen kann und damit eine Vielzahl von Patentverletzungen durch zahlreiche unmittelbare Verletzer zentral unterbinden kann. Außerdem ist es immer gut, wenn man sich seine Schuldner nach dem Prinzip der tiefsten Tasche aussuchen kann. Damit kommen wir jetzt zum Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung. Bitte nehmen Sie § 10 einmal zur Hand. Nach Absatz 1 ist es verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Dieser Satz ist ganz schön schwer verdaulich. Deshalb brechen wir es einmal runter. Wir kommen zunächst einmal zur objektiven Seite des Tatbestands. Es bedarf des Anbietens oder Lieferns eines erfindungswesentlichen Mittels. Dabei sind erfindungswesentliche Mittel jene Gegenstände, die wesentliche Charakteristika der geschützten Erfindung aufweisen, indem sie einzelne oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen. Aber wichtig, die Mitteilung der erfinderischen Lehre an sich ist nicht verboten, denn die Erfindung ist ja durch die Patentschrift selbst offenbart. Und wir erinnern uns noch einmal an die Informationsfunktion des Patentrechts. Die Weitergabe des erfinderischen Gedankens ist ja gerade erwünscht, deswegen wird die Patentanmeldung ja auch veröffentlicht. Andere sollen also die Erfindung zur Kenntnis nehmen können. Deshalb sind Verfahrensanleitungen oder Konstruktionszeichnungen keine erfindungswesentlichen Mittel im Sinne von § 10 Patentgesetz. Diese erfindungswesentlichen Mittel müssen jetzt an einen Nichtberechtigten angeboten oder geliefert werden. Mit Nichtberechtigten ist eine nicht zur Nutzung berechtigte Person gemeint. Berechtigt im Sinne des § 10 sind insbesondere Lizenznehmer. Wie sieht es jetzt aus mit den in § 11 genannten Personen, insbesondere mit Privatpersonen, die diese erfindungswesentlichen Mittel dazu nutzen wollen, im nichtgewerblichen Bereich oder zu nichtgewerblichen Zwecken die Erfindung herzustellen? Insoweit gibt es eine ganz wichtige Sonderregel in § 10 Absatz 3. Die in § 11 Nummer 1 bis 3 genannten Personen sind ebenfalls nicht berechtigt. Das bedeutet, obwohl die Herstellung oder Nutzung einer patentgeschützten Erfindung durch eine Privatperson zu nichtgewerblichen Zwecken keine unmittelbare Patentverletzung ist, ist das Anbieten oder Liefern eines erfindungswesentlichen Mittels an eine solche Person eine mittelbare Patentverletzung. Damit wird es natürlich auch für Privatpersonen deutlich schwieriger, eine patentgeschützte Erfindung herzustellen, wenn sie nämlich nicht die erfindungswesentlichen Mittel dazu kaufen kann. Weiterhin setzt § 10 Absatz 1 noch einen doppelten Inlandsbezug voraus. Das bedeutet, sowohl das Anbieten bzw. das Liefern des erfindungswesentlichen Mittels als auch die vorgesehene Benutzung müssen im Inland erfolgen. Warum?
Auch hier ist wieder der Hintergrund das Territorialitätsprinzip. Das Patent ist eben nur mit Wirkung für das deutsche Territorium erteilt. Damit kommen wir jetzt zum subjektiven Tatbestand. Erforderlich ist, dass die Person, die das Mittel anbietet oder liefert, weiß, dass die Mittel dazu geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden und dass der Abnehmer das auch beabsichtigt. Weil diese Kenntnis natürlich im Einzelfall gegebenenfalls schwer nachzuweisen ist, reicht es nach dem Gesetz auch aus, wenn die Eignung des Mittels sowie die Benutzungsintention des Abnehmers offensichtlich sind. Und schließlich enthält § 10 Absatz 2 noch eine Ausnahme. Eine mittelbare Patentverletzung liegt dann nicht vor, wenn es sich bei den angebotenen bzw. gelieferten Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt. Also es handelt sich hier um praktische Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Nägel, Schrauben, Bolzen, Transistoren, also um so Massen- und Dutzendware. Auch beim Anbieten solcher allgemein im Handel erhältlicher Erzeugnisse liegt allerdings dann eine mittelbare Patentverletzung vor, wenn der Lieferant den Abnehmer zur Patentverletzung anstiftet. Was bedeutet all dies nun für unseren Fall mit dem Surfsegel? Ein Surfsegel ist auch ohne Mast- und Gabelbaum ein erfindungswesentliches Mittel zur Realisierung dieser patentgeschützten Erfindung. Dies ergibt sich daraus, dass durch dieses Surfsegel allein, also ohne Mast- und Gabelbaum, jedenfalls zwei Merkmale dieses Patentanspruchs verwirklicht sind. Wer also zu Zeiten des Bestands des Patents ein solches Surfsegel im Inland zur Benutzung im Inland angeboten und geliefert hat, und zwar an einen Nichtberechtigten, das heißt an eine nicht lizenzierte Person, der hat den objektiven Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung realisiert. Das Segel war auch ganz offensichtlich geeignet zur Benutzung der patentierten Erfindung. Fraglich mag allein sein, ob es offensichtlich war, dass es durch die Abnehmer zur Benutzung bestimmt war. Im Verfahren vor dem BGH hat der Beklagte behauptet, nun dieses Surfsegel könne man ja auch an die Masten von Segelschiffen anbringen. Und das ist zwar natürlich theoretisch möglich, aufgrund der Form und des Saums eines solchen Segels, aber doch eher unwahrscheinlich. Somit war es auch offensichtlich, dass das Surfsegel von den Abnehmern zur Benutzung der patentgeschützten Erfindung intendiert war. Der Vertrieb eines solchen Segels stellte somit eine mittelbare Patentverletzung dar und konnte durch die Patentinhaber unterbunden werden. Unabhängig davon, ob es sich um eine unmittelbare Patentverletzung oder um eine mittelbare Patentverletzung handelt, ist jeweils entscheidend, dass die angegriffene Handlung in den Schutzbereich des Patents fällt. Und hierfür ist der Inhalt der Patentansprüche relevant. Das ergibt sich aus § 14 Patentgesetz. Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Hier nochmal das Beispiel der Patentansprüche für ein Antiblockiersystem. Diese Patentansprüche bestimmen also den Schutzbereich des Patents. Im Falle einer unmittelbaren Patentverletzung ist erforderlich, dass das angeblich verletzende Erzeugnis alle Merkmale eines solchen Patentanspruchs erfüllt. Sind hingegen nicht alle Merkmale erfüllt, so kommt allenfalls eine mittelbare Patentverletzung durch das Anbieten oder Liefern erfindungswesentlicher Mittel in Betracht. Entscheidend ist dabei nicht der genaue Wortlaut der Patentansprüche. Vielmehr ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu ermitteln. Dabei können nach § 14 Satz 2 Patentgesetz die Beschreibung sowie die Zeichnung herangezogen werden. Das Verfassen solcher Patentansprüche ist eine Wissenschaft und eine Kunst für sich. Selbst ein sehr sorgfältiger Verfasser wird aber nicht alle potenziellen Ausführungsformen einer Erfindung in die Patentansprüche hineinpacken können. Deshalb ist nicht nur eine wortsinngemäße Verletzung des Patents möglich, sondern auch eine sogenannte äquivalente Patentverletzung. Die Lehre von der Äquivalenz dehnt den Schutzbereich des Patents aus.
Und zwar auf Benutzungshandlungen, die sich am Sinngehalt der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, dann aber mit abgewandelten Mitteln die gleiche Wirkung erzielen wie die patentierte Erfindung. Im Falle einer äquivalenten Verletzung ist also mindestens ein Merkmal des Patentanspruchs nicht erfüllt. Und zwar deshalb, weil der angebliche Patentverletzer ein Mittel ausgetauscht hat. Beispielsweise etwa, indem ein Riemen verwendet wird anstelle eines Zahnrads oder, wie ich Ihnen das hier visualisiert habe, eine bestimmte Art von Pin durch einen anderen Pin. Stets ist allerdings Voraussetzung, dass sich diese angegriffene Ausführungsform am Sinngehalt der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientiert. Und außerdem muss das äquivalente Mittel von einer Fachperson mit Hilfe ihrer Fachkenntnisse aufgefunden werden können. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann würde es sich wohl um eine neue Ausgestaltung handeln, die gegebenenfalls selbst schutzfähig wäre. Ich fasse noch einmal zusammen. Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt. Diese bedürfen jedoch der Auslegung und hierzu sind die Beschreibung sowie die Zeichnungen heranzuziehen. Eine unmittelbare Verletzung im Sinne von § 9 Patentgesetz liegt dann vor, wenn sämtliche in den Ansprüchen benannten Merkmale realisiert werden durch die angegriffene Ausführungsform. Und zwar entweder, indem sie wortsinngemäß realisiert werden, man spricht dann von einer identischen Verletzung, oder aber, wenn sie durch äquivalente Mittel realisiert werden. Verwirklicht die angegriffene Ausführungsform nicht sämtliche Merkmale des Patentanspruchs entweder wortsinngemäß oder durch äquivalente Mittel, so kommt eine unmittelbare Patentverletzung nicht in Betracht. Allerdings stellt das Anbieten bzw. das Liefern erfindungswesentlicher Mittel, die einen oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs realisieren, unter den Voraussetzungen des § 10 eine mittelbare Patentverletzung dar. Nicht in jedem Fall, in dem eine Person eine der in § 9 bzw. § 10 Patentgesetz umschriebenen Nutzungshandlungen vornimmt, liegt auch tatsächlich eine Patentverletzung vor. Zu beachten sind nämlich noch die Schranken des Patentschutzes. Und zu diesen erfahren Sie mehr, Sie ahnen es, im nächsten Video.